Meine Schwester steht auf Bad Boys und hat jede Menge Spaß im Bett. Die Sache zwischen dir und Caro ist vorbei. Fertig, aus. Damit Ansgar nicht in den Knast geht, muss er beweisen, dass er unschuldig ist. Und dafür braucht er Kontakte zur Justiz. Herr Mertens. Ich muss ihn wenigstens fragen, ob er ihm hilft. Ja. Was wird das? Ich befürchte schon seit Längerem, dass die Ministerin Eschberger-Löderich sich nicht nur im Rahmen des Legalen bewegt. Ich konnte es nur noch nicht nachweisen. Ich kann sie nicht schon. Ich muss diesen Skandal öffentlich machen. Ich werde dich vor Gericht vertreten und wir werden gewinnen. Ich werde zurücktreten. Vater, er ist nicht einfach an dem verseuchten Fisch gestorben. Vater hat sich umgebracht. Und jetzt bricht alles auseinander. Ich offensichtlich doch nicht der Mann bin, für den Vater mich gehalten hat. Fühlt sich an, als wäre sein Tod umsonst gewesen. Das war nicht umsonst. Du hast überlebt. Ich sollte den Vorsitz in der Familie und in der Firma übernehmen. Ich habe ihm mein Wort gegeben. Und ich habe mir geschworen, dass ich diese Aufgabe mit Verantwortungsbewusstsein und Anstand erledige. Und was mache ich? Ich lasse mich dazu hinreißen, eine Ministerin zu bestechen, um ein Stück Wald zu retten. Lass es. Mach dir bitte keine Vorwürfe. Ich trage die Verantwortung. Für die Bestechung, ja. Aber nicht für den Tod deines Vaters. Das war seine Entscheidung. Und dich trifft keine Schuld. Mann, Alter, spinnst du ja, nach reinzuhauen? Ich hab nicht sie treffen wollen. Hast du aber. Hol ihr lieber ein bisschen Eis. Hol du ihr doch Eis. Du hast diesen Scheiß hier verbockt. Ich glaube, sie kommt zu sich. Caro, es tut mir leid, das habe ich nicht gewollt. Naja, wäre noch viel schöner, wenn das mit Absicht gewesen wäre. Kannst du mal die Fresse halten? Wieso, willst du mir jetzt auch noch eine reinhauen? Hört auf, alle beide. Brauchst du Eis? Soll ich die ins Krankenhaus fahren? Nee, geht schon. Sieht nicht gebrochen aus. Ach, praktizierst du neben deiner Hausmeistertätigkeit auch noch als Arzt, oder was? Nein, hab ich gesehen, wie du schlägst. Ich will nach Hause. Ja, soll ich dich fahren? Nee, auf gar keinen Fall. Trinkt noch jemand einen Absacker? Danke, ich muss morgen früh raus. Nein, ich werde mich auch zurückziehen. Auch gut. Trinke ich allein. Ach, gut, dass ich euch noch antreffe. Ich hab dich schon vermisst beim Essen. Er war ja nur nicht der Einzige, der durch Abwesenheit geglänzt hat, nicht wahr? Ich bin aufgehalten worden. Na, dann war es doch sicher wichtig. Das war's in der Tat. War Hagen bei dir? Nein, aber er hat mich gebeten, euch mitzuteilen, dass er für morgen Vormittag eine Familienversammlung einberufen hat. Und kannst du uns sagen, worum es dabei geht? Nein. Ich fürchte, wir werden uns bis morgen gedulden müssen. Klingt ja sehr geheimnisvoll. Na dann, bis morgen. Ja, bis morgen. Ich nehme an, es ging um den geplanten Autobahnzubringer durch den Landsteinforst. Kam vorhin in den Nachrichten. Tatsächlich. Ganz offenbar ist es Hagen gelungen, dass die Pläne in letzter Sekunde noch geändert wurden. Die Trasse wird nun weit entfernt von unserem schönen Wald gebaut. Wenn das Ringrohr zum Feiern ist? Siehst du, dachte ich auch. Aber seltsamerweise wirkte Hagen vorhin gar nicht so, als wären zum Feiern zumute. Ganz im Gegensatz zu dir. Kann es sein, dass in diesem Zusammenhang ein Koffer mit einem größeren Geldbetrag den Besitzer gewechselt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber wo du schon einen Koffer erwähnst, hast du deinen schon gepackt? Obwohl, lass gut sein. Pack bloß nicht zu viel ein. Kleidung wird dir doch im Gefängnis gestellt, nicht wahr? Wir werden noch sehen, wer ins Gefängnis wandert. Das ist wirklich sehr peinlich. Vergessen wir es einfach. Dass eben ich
Sie haben gehofft, dass ich im Vater aus der Bredouille helfen kann. Es tut mir leid. Es war idiotisch und ich sollte jetzt wirklich gehen. Dann soll ich Ihnen also nicht helfen. Würden Sie das denn tun? Wenn es Ihnen nur darum geht, dann fragen Sie mich doch einfach. Könnten Sie Ihre Kontakte nutzen und mir helfen, dass die Anzeige gegen meinen Vater fallen gelassen wird? Nur wenn Sie mir eins versprechen. Das wäre? Sie sind eine sehr attraktive und junge Frau. Aber lassen Sie sich bitte niemals dazu herab, Ihren Körper hinzugeben, nur um irgendetwas zu erreichen. Sie sind viel zu intelligent und clever, als dass Sie das nötig hätten. Meinen Sie das ernst? Ja. Versprochen. Danke. So, jetzt wollen wir mal sehen, was ich für Sie tun kann. Der Herr da drüben, das ist der Mann, den wir brauchen. Sie entschuldigen mich. Oberstaatsanwalt Borchert. Staatssekretär Mertens. Eine Hallo. Freude. Wie geht's Ihnen? Mir geht's sehr gut. Na, haben wir uns loseisen können? Sie beobachten mich? Na ja, nee, nicht. Was ist los? Oh, Graf Ansgar. Was ist denn hier passiert? Sind die Gäule durchgegangen? Gäule? Wieso? Nein, natürlich nicht. Ja, was war denn dann los? Ich fürchte, ich kann Ihnen darüber auch keine Auskunft geben. Es tut mir leid. Ja, und wo ist Hagen? Ja, jetzt kommen Sie schon. Irgendwas werden Sie doch gehört haben, sonst wären Sie nicht hier. Also, nach meinen abendlichen Tai-Chi-Übungen habe ich tatsächlich etwas gehört. Ein störendes Geräusch. Hier aus dem Gestüt. Geräusche? Eher ein Poltern und Lärmen. Ja, und dann? Als ich nach dem Rechten sehen wollte, sah ich Graf Hagen, wie er aus dem Gestüt gestürzt kam und eilends das Gelände verlassen hat. Moment. Das heißt, Hagen ist für dieses Chaos hier verantwortlich? Wir alle haben hin und wieder mit unseren Dämonen zu kämpfen. Ja. Fragt sich nur, wer gewonnen hat. Eine Möglichkeit, dass die Anklage fallen gelassen wird? Das kann ich nicht versprechen, aber er sagt, dass die Beweise, die gegen den Vater sprechen, recht wackelig sind. Das Schlafmittel, das er angeblich Frau Hansen verabreicht haben soll, ist ein gängiges, handelsübliches Mittel. Ja, jeder hätte ihr das Mittel geben können. Er wird die Beweise noch einmal prüfen lassen. Das bedeutet? Sollten keine weiteren Indizien gefunden werden, die gegen den Vater sprechen, wird die Anklage wahrscheinlich fallen gelassen, weil eine Verurteilung vor Gericht unwahrscheinlich wäre. Das heißt, mein Vater muss nicht ins Gefängnis? Genau das. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Indem Sie noch ein Glas mit mir trinken und mir noch ein wenig Zeit in Ihrer charmanten Gesellschaft schenken. Das kam heute Nachmittag in den Nachrichten. Tanja, die Sache hätte gar nicht besser laufen können. Und morgen lässt Mertens die Bombe dann platzen. Ich würde jetzt auch gern mit dir feiern, aber ich schätze, wir werden uns noch ein wenig gedulden müssen. Ich muss Schluss machen. Wir sehen uns dann morgen verabredet, ja? Ich
hat mal gelernt, dass man vor einer verschlossenen Tür wartet, bis man hereingebeten wird. Ja, ja. Kann sein, dass dein Bruder dir gerade ein bisschen aus dem Ruder läuft. Wovon redest du? Davon, dass Hagen sein Büro im Gestüt total zerlegt hat. Ich meine, wenn man mal davon ausgeht, dass er normalerweise eher zur ruhigen Sorte gehört, scheint ihn ja irgendetwas ziemlich angefressen zu haben. Und das, obwohl er gerade allen Grund hätte, zu feiern. Hm. Er und Dana, die beiden haben gerade so ihre Schwierigkeiten. Ah, die Liebe, natürlich. Das könnte es ja sein. Denkbar wäre allerdings auch, dass er gar nicht wusste, wofür das Geld eigentlich bestimmt ist. Und jetzt plagt ihn das schlechte Gewissen. Spekulierst du noch oder rätst du schon? Bestechung, Vorteilsnahme. Ich habe da ja kein Problem mit. Allerdings sieht die Staatsanwaltschaft sowas häufig nicht ganz so entspannt. Was gibt's denn dafür? 4 Jahre? 5 Jahre? Da hast du mehr Erfahrung. Ist eigentlich auch alles kein Problem, solange niemand etwas mitbekommt. Es könnte allerdings auch jemand auf den Gedanken kommen, der Polizei einen kleinen Tipp zu geben. Kommst du irgendwann noch zu irgendeinem Punkt oder können wir die Unterhaltung hier beenden? Der Punkt ist, dass dich diese ganze Nummer ganz schnell den Kopf kosten kann. Okay, dann bin ich jetzt wohl dran, im Trüben zu fischen. Lass mich raten. Du machst mir jetzt den Vorschlag, dein sogenanntes Wissen für dich zu behalten, wenn ich meine Anschuldigungen gegen dich zurückziehe, also quasi alles vergesse, dass du Frieda dieses Schlafmittel verabreicht hast und so weiter und so weiter. Hm. Wäre ja immerhin denkbar. Also, klingt nach einem fairen Deal. Das Problem ist nur, dass du ja gar nichts weißt. Du hast nichts in der Hand, was deine durchaus unterhaltsame Fantasie belegen könnte. Ich komme. Aber ich hab auch Durst. Entschuldigst mich einen Moment? Natürlich. Was machen wir denn jetzt? Ich liebe dich. Ich dich auch. Vielleicht ist das Ganze auch totaler Blödsinn. Diese sogenannte Liebe. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass du jetzt gehst. Ja, los, verschwinde. Raus aus diesem Raum, raus aus meinem Leben, los, verpiss dich raus! Das ist jetzt nicht das, wonach es aussieht. Du kannst dich hier nicht wie ein eifersüchtiger Gockel aufführen. Die Sache zwischen dir und Caro ist vorbei. Fertig, aus! Was geht nur in dir vor? Was machst du bloß? Musstest du die ganze Zeit mit dir rumtragen. Was hätte ich meiner Familie denn erzählen sollen? Dass unser Vater sein Leben für meins gegeben hat? Dass ich nicht in der Lage war, uns beide zu retten? Was hättest du denn tun sollen? Ich bin mir sicher, dein Vater hätte nicht gewollt, dass du dich so quälst.
Mein Vater hat gewollt, dass ich ihm ein würdiger Nachfolger werde. Und ich kann immer noch nicht verstehen, wie er das von dir verlangen konnte. Was soll das überhaupt heißen? Das heißt, dass ich nicht von meiner Verantwortung davonlaufen kann. Dieses Machtgeplänkel. Das wolltest du doch nie. Das widert mich an. Warum lässt du dich dann da wieder mit reinziehen? Weil mein Vater daran geglaubt hat, dass ich derjenige bin, der dazu fähig ist, diese Familie zusammenzuhalten. Dafür ist er gestorben. Jetzt kann ich zumindest deine Stimmungsschwankungen verstehen. Ich schäme mich vor ihm, dass ich es nicht geschafft habe. Ich bin mir sicher, dein Vater hat sich nicht für den Selbstmord entschieden, damit du ihm posthum irgendwas beweist. Sondern weil er dich geliebt hat. Ich werde immer für dich da sein. Sich ein Zimmer in Düsseldorf. Ach, super. Du bist noch wach. Kim. Tut mir leid, ich konnte leider nicht warten. Was denn passiert? Die Anklage gegen dich wird vermutlich fallen gelassen. Töchterchen, hast du getrunken? Nur ein bisschen. Naja, auf jeden Fall habe ich mit Per gesprochen. Mit wem? Per Mertens, dieser Staatssekretär. Ja, du kennst ihn doch. Ich habe ihn auf jeden Fall gebeten, dass er seine Kontakte spielen lassen und dir helfen könnte. Darum hast du ihn gebeten? Ja, und dann hat er gleich mit einem Staatsanwalt gesprochen. Moment, ganz langsam jetzt. Du hast einen Staatssekretär gebeten, mit einem Staatsanwalt Kontakt aufzunehmen und mir zu helfen? Und das hat er getan? Jo. Einfach so. In diesem Kleidchen? Ja. Ich muss ihn einfach nur fragen. Herr Mertens ist ein echter Gentleman. Naja, auf jeden Fall, das Wichtigste ist doch, dass dieser Staatsanwalt die Beweise in deinem Fall noch einmal überprüfen lassen wird, weil sie nicht ausreichen. Und wenn das der Fall ist, dann wird deine Anklage fallen gelassen. Ich weiß nicht so ganz, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke, Kim? Danke, Kim. Du musst mir aber noch was versprechen. So? Lass dich bitte nicht auf weitere Intrigen gegen Sebastian ein. Ich habe einfach Angst, dass es wieder nach hinten losgeht. Dazu, ich habe das Gefühl, dass der liebe Sebastian gerade ein ganz krummes Ding dreht. Und wenn ich beweisen kann, was das ist. Wozu? Damit du irgendwas gegen ihn in der Hand hast, damit er dir seine Anzeige zurücknimmt, das ist nicht mehr nötig. Bitte, Ansgar. Du hast ja recht. Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Oh. Gute Nacht. Moment, du fährst jetzt aber nicht noch selbst. Ich nehme mir ein Taxi. Hallo. Morgen. Soll der Schal? Ist dir kalt? Ja, und ich finde ihn schick. Trägt man diesen Sommer so. Echt? Hab ich noch nirgends gesehen. Kommt noch. Okay, das ist hier gerade wie in einem Western. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, alles normal. Bis später.
da fällt mir ein, ich wollte noch was mit Caro besprechen. Wollen wir nicht vielleicht alle zusammen? Später. Schön, Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht gerade mal die 201 aufschließen? Ich habe da was vergessen. Entschuldigung, nein. Hören Sie, ich war da gestern mit einer Dame drin, die nicht meine Ehefrau ist. Jetzt habe ich meinen Ehering da vergessen und wenn ich ohne den Ring nach Hause komme, könnte es ein bisschen schwierig werden. Deswegen muss ich noch mal ganz kurz da rein. Hören Sie, kann sie vielleicht dieses freundliche Lächeln überzeugen? Bist du schon wach? Ach, Papa musste früher los und hat mich gefragt, ob ich mich um Tommy kümmern kann. Kannst du nicht wenigstens noch ein paar Minuten mit ins Bett kommen? Ich hab's ihm versprochen. Wie war's denn gestern Abend? Du bist ziemlich spät nach Hause. Ja, ich war noch bei Ansgar. Aber du hast dich schon noch mit dem Mertens getroffen, oder? Ja. Und konntest du ihn fragen, ob er irgendwas für Ansgar tun kann? Ja, er hat sich mit einem Staatsanwalt unterhalten und... Ansgars Anklage wird wahrscheinlich fallen gelassen. Wow, der Typ muss ja wirklich hart auf dich stehen. Was? Wieso das denn? Na, warum sollte er sonst sowas für dich tun? Ganz einfach, weil ich ihn gefragt habe. Na klar. Ich dachte, du bist nicht mehr eifersüchtig. Bin ich auch nicht. Warum behauptest du denn, dass dieser Mertens auf mich steht? Mensch, ich habe nicht behauptet, dass du was mit ihm anfangen würdest. Er mit dir aber schon. Quatsch. Sag mal, wirst du gerade rot? Hm? Nein. Höchstens nur, weil du so einen Schwachsinn redest. Ich muss mich jetzt um Tommy kümmern. Oh, jetzt haben wir den Papa aufgeweckt. Hey. Hey, ich gar nicht mitbekommen, wie du aufgestanden bist. Ich bin schon eine ganze Weile wach. Ich glaube, das ist das erste Mal seit meiner Rückkehr, dass ich durchgeschlafen habe. Freut mich für dich. Danke, dass du gestern für mich da warst. Ich bin immer für dich da. Maxi hatte heute Morgen wieder Atemprobleme. Das Asthma-Spray hilft ganz gut. Musst du ihm das oft geben? Immer mal wieder. Heute Morgen musste ich ihn sprayen. Naja. So, jetzt ziehen wir dich erstmal an und der Papa geht sich frisch machen. Was ist los? Nichts, wieso? Ich bin nicht blöd. Was ist los? Was ist das denn? Wie ist denn das passiert? Warum bist du geschlagen worden? Wer war das? War das dieser Sascha? Was? Nein. Hat Tore was mitbekommen? Hat er ihn deswegen so angeguckt gerade? Nein, Sascha hat mich nicht geschlagen. Sascha? Okay, das gestern tut mir ehrlich leid. Ich war ein Tick drüber. Ein Tick? Ja, es war ein Scheißtag und dann ergibt eins das andere. Mhm. Also, bist du ungut? Ja, ich bin auf den Nachttisch geknallt mit dem Kim. Beim Sex. Voll wild. Mit Sascha. Ja, ich sag grad, voll peinlich. Süße. Ich bin nicht derjenige, bei dem du dich entschuldigen solltest. Und wenn du es machst, mein's ernst.
Hin und wieder mal. Ich glaube, das hat mit dem Wetter zu tun. Wenn es draußen regnet, dann schläft er meistens durch. Und Zeit, dass er aus der Stadt rauskommt. Sag ich ja. Hast du schon was gefunden? Nein, noch nicht. Dann sollten wir einen Makler einschalten, damit er was Schönes für uns sucht. Für uns? Ja. Für dich, Jessica, Max und mich. Heißt das, du ziehst mit uns an die Nordsee? Ja, von mir ist auch an die Ostsee. Und was mit deiner Familie? Was ist mit Königsbrunn? Ihr seid meine Familie. Ich werde den Familienvorsitz abgeben, bevor die Bestechung öffentlich gemacht wird. Moment. Was ist mit dem Versprechen, das du deinem Vater gegeben hast? Und mit den ganzen Plänen für die Firma? Ich habe Fehler gemacht. Ich werde dafür gerade stehen. Das ist das Beste, was ich jetzt für die Firma und für die Familie tun kann. Sebastian wird die Familie führen. Sebastian? Ja. Ich vertraue ihm. Er ist der Einzige, der dazu in der Lage ist. Gibst du mir die Chance, das wenigstens mit euch richtig zu machen? Ich will nicht auch noch als Vater versagen. Natürlich. Können wir kurz reden? Ich wüsste nicht, worüber. Über das, was gestern passiert ist, vielleicht? Du hast dich einmal mehr zum Affen gemacht, also nichts Besonderes. Caro, jetzt lass mich nicht so hängen. Ich lass dich hängen? Das ist ja wohl das Letzte. Du kannst froh sein, dass ich im Gegensatz zu dir mich noch einigermaßen unter Kontrolle habe, sonst würde ich jetzt sowas von ausflippen. Aber sowas von, das willst du nicht erleben. Lass mich sofort raus. Nicht bevor wir geredet haben. Ich flipp gleich aus. Ist mir egal, gib mir eine Minute. Zeit läuft. Okay, du hast recht, ich habe mich wie ein Idiot benommen. Und das tut mir leid. Und dass ich gestern so die Kontrolle verloren habe, das ist mir unglaublich peinlich und das tut mir leid. Ja, das sagtest du bereits. Aber ich kann das erklären. Ach, da bin ich ja mal gespannt. Ja, es ist so. Sascha und ich. Ich mag ihn nicht besonders. Tatsächlich? Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ja, und ich finde auch, ihr passt nicht wirklich zusammen. Also, ich freue mich, dass du jemanden gefunden hast, aber muss es ausgerechnet der sein? Ich glaube auch nicht, dass er wirklich gut für dich ist. Denkst du? Ich mache mir halt Sorgen um dich. Kannst du mal was dazu sagen? Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ja, ich glaube schon. Weißt du, was ich denke? Ich denke, das ist alles ein Haufen gequirlter Dreck. Warum sagst du nicht einmal die Wahrheit, Tore Hellström? Was soll das sein? Dass du Sascha nicht magst, weil du eifersüchtig bist. Das ist es doch.
extra eine Runde in der Lobby gewartet, um wirklich sicher zu gehen, dass Kurz niemand gesehen hat. Ja, gut, okay. Vielleicht war ich gestern eifersüchtig. Aber der provoziert mich auch ständig. Ich fasse es nicht. Und was ist mit dir? Du willst meine Schwester heiraten? Du bist eifersüchtig. Was? So ein Schwachsinn. Außerdem geht's hier nicht um mich. Doch. Weil, was ich sagen will, ist, dass ich verstehe, dass da noch ein Rest Eifersucht zwischen uns ist. Oder dass da ein Rest Eifersucht bei dir da ist. Ist ja auch kein Wunder. Bitte? Ja, schließlich waren da mal Gefühle zwischen uns, auch wenn die mittlerweile vielleicht ein bisschen verblasst sind. Rest Eifersucht? Verblasste Gefühle? Warum sagst du nicht endlich, was du wirklich fühlst? Okay, du willst wissen, was ich wirklich fühle? Ja. Was ich wirklich fühle? Ja. Gut, Caro. Was ich wirklich für dich fühle, ist... Die Minute ist um. Was? Ja, du wolltest eine Minute, die hattest du, und jetzt würde ich gerne gehen. Du willst jetzt gehen? Jetzt? Ja, unbedingt. Ich habe das schon mal mit dir durchgemacht. Noch einmal ertrage ich das nicht. Also lass mich in Zukunft bitte einfach in Ruhe. Papa hat mich gebeten, dich mal abzulösen, damit du nicht den ganzen Vormittag alleine auf den Tommy aufpassen musst. Oh, nö, das passt schon. Sicher? Ja. Es tut mir ganz gut, sich mit anderen Sachen auseinandersetzen zu können. Ist irgendwas? Streit mit Emilie oder so? Alles gut. Schon klar. Kann es sein, dass man jemanden aus ganzem Herzen liebt und trotzdem Gefühle für jemanden anderen hat? Was hat Emilio jetzt wieder angestellt? Es geht nicht um Emilio. Also hast du dich etwa in jemanden anderen verliebt? Natürlich nicht. Mal kurz. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht. Also, wenn du mich gerade fragst, ob man gleichzeitig für zwei Leute ähnliche Gefühle haben kann, dann... Ja, das kann man. Und vor allem dann, wenn man mit jemandem schon sehr lange zusammen ist. Warum ist das so? Naja, vielleicht, weil schön ist, wenn man erkennt, dass man noch attraktiv und begehrenswert ist. Und weil es einfach neu und aufregend ist. Ach, ist doch bescheuert.
Problematisch wird's erst, wenn's nicht dabei bleibt. Das war gut. Wie lange haben wir noch? Eine Stunde. Dann trifft sich die Familie und Hagen wird seinen Rücktritt erklären. Okay. Warte noch mit meiner Rückkehr nach Königsbrunn, bis sich alles beruhigt hat. Ja. Du musst auf jeden Fall völlig überrascht sein über die unerwarteten Ereignisse, ja? Auf jeden Fall. Also ich meine, woher sollte ich ahnen, dass Hagen in einen Bestechungsskandal verwickelt ist? Wieso hast du eigentlich das Hotelzimmer hier gebucht? Du bist so traurig gewesen, dass du den Moment von Hagens Untergang nicht miterlebt hast. Voilà. Genau das hier ist das Zimmer, in dem die Geldübergabe stattgefunden hat. Und warum bist du nicht auf dem Video zu sehen? Ich wusste ja, wo die Kamera installiert ist. Ja. Armer Hagen. Dann ist er ganz allein für den Bestechungsskandal verantwortlich. Fast könnte einem leid tun. Erst war er auf der Insel gefangen und jetzt geht er in den Knast. Hey, du kriegst jetzt keine Skrupel, oder? Nein. Aber ich habe versprochen, dass ich ihn verteidigen werde. Okay, deine Entscheidung. Weiß er, dass du hinter allem steckst? Nee. Er denkt, Per Mertens hat das eingefädelt, um die Machenschaften der Ministerin aufzudecken. Er ist nur Beifang. Armer Hagen. Lass uns weitermachen. Ja. Diesmal ich oben definitiv. Hast du was vergessen? Nein, ich habe uns Brötchen besorgt. Warum bist du nicht im Imbiss? Weil ich das Bahnhof erst Mittag aufmache. Echt? Wieso das? Weil ich ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringen möchte, weil wir uns ja gestern kaum gesehen haben. Ich habe Ansgar versucht zu helfen. Das war kein Vorwurf. Ja, sorry. Willst du auch einen Kaffee? Ja. Ich habe übrigens mal ein bisschen recherchiert wegen deinem Herrn Mertens. Ach ja? Der Mann ist verheiratet. Was? Also mir kommt der Typ ja eher so vor, als würde er sich alle Optionen offen halten. Ach jetzt komm, erzählst du jeder Tussi, dass du verheiratet bist? Klar, damit sie weiß, dass sie keine Chance hat. Also ich habe niemals drüber nachgedacht, ob ich Chancen bei Mertens habe, falls du das andeuten willst. Das weiß ich doch. Ich will überhaupt nichts andeuten. Ja, dann ist ja gut. Du wolltest nur, dass er dir mit Ansgar hilft, was auch okay ist. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass Ansgar seine Probleme selber regeln soll. Danke für den netten und unterhaltsamen Abend. Falls ich wieder einmal helfen kann, jederzeit. Per. Was Wichtiges? Was? Die SMS. Nö. Es war Thomas, der gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und du willst nicht antworten? Wie, seid ihr noch Zeit? Komm, lass uns frühstücken. Okay. Worum geht's eigentlich? Irgendwas wegen des Zubringers? Man liest ja einiges in der Presse. Also den Bau verhindert zu haben, das ist ein großer Erfolg für Hagen. Ja, und für unseren Wald. Das hat er einfach gut gemacht. Der kann's eben, unser Hagen. Danke, dass ihr gekommen seid. Setzt euch doch bitte. Wie ihr sicher wisst, wird der Autobahnzubringer nun doch nicht durch den Lahnsteinforst führen. Ja, gratuliere. Liegt wahrscheinlich an der Sumpforelle, die da noch irgendwo haust. Nein, das war nicht der Grund.
Nicht? Nein. Ich habe dafür bezahlt, dass der Plan geändert wurde. Was? Wie dürfen wir das denn verstehen? Ich habe die zuständige Ministerin bestochen. Warum nicht, wenn es hilft? Das Treffen zwischen mir und der Ministerin wurde ohne unser Wissen aufgezeichnet. Staatssekretär Mertens hatte die Ministerin schon seit längerem der Korruption verdächtigt. Morgen wird die Sache öffentlich gemacht. Ich habe damit den Ruf der Familie und der Firma beschädigt und werde deshalb den Vorsitz und alle weiteren Aufgaben an Sebastian abtreten. Na, sieh mal einer an. Das ist der falsche Moment, um zynisch zu werden, Ansgar. Wieso? Das Ganze ist doch eine Farce. Hagen hat mich bereits vor diesem Treffen eingeweiht und ich habe auch schon alle notariellen Dokumente aufgesetzt, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Wann genau hast du denn diese Dokumente aufgesetzt? Gleich nach deinem ersten Treffen mit Mertens oder nachdem du im Hotelzimmer die Kamera installiert hattest, die die Geldübergabe filmen sollte? Was redest du da? Dein Bruder hat dich hintergangen. Er hat sich nie von Tanja getrennt. Er hat dich in die Falle gelockt. Sag mir, dass das nicht wahr ist.